beziehen auf ein Lernen von Stoffwissen. Es geht im Grunde genommen ja darum, dass wir immer wieder neu für das Leben lernen, für das Leben, in dem wir gerade sind und das wir uns vorstellen für unsere Zukunft. Und das geht ja über ein stoffliches Wissen weit hinaus. Es geht darum, also mit den Herausforderungen, mit den Fragen der Zeit umzugehen. Das ist eigentlich die Herausforderung des Lernens, da kreative Lösungen zu finden auf die aktuellen Fragen. Und dann eben auch im mitmenschlichen Bereich immer wieder weiterzulernen, zu lernen, mit Konflikten umzugehen, soziale Kompetenz zu erlernen, kommunikativ zu sein. Das sind so, finde ich, sehr wichtige Lernfelder. Frau Brettschneider, Sie sind Mutter von 3 Kindern, die sind sozusagen alle größer schon, die gehen nicht mehr in eine Schule. Die sind zum Teil fertig mit der Ausbildung, also mit dem Studium. Die erste hat das Studium abgeschlossen. Eine studiert noch fleißig, macht jetzt hoffentlich bald ihren Bachelor, schreibt jetzt die Arbeit dazu. Ja, die Große macht schon das zweite Studium jetzt, also die macht noch so ein, hat noch was oben drauf gesattelt. Ja, und die Mittlere, ja, die macht so, ja, auch so eine Mischform zwischen Ausbildung und Studium. Muss man immer als Landeskind im eigenen Land bleiben? Also, das ist sicherlich heute wie auch vor 20 oder 30 Jahren und auch in der Zukunft nicht so. Junge Leute wollen die Welt entdecken, die wollen was anderes sehen, die wollen auch mal weg von zu Hause, auch einen Abstand haben, interessieren sich natürlich dafür, wo kann ich für das, was ich mir vorgenommen habe, auch die besten Bedingungen finden. Und da ist es doch völlig normal, dass man in die Welt rausgeht und woanders studiert. Also bei mir in der Familie war das so, meine Große hat in Rostock studiert, die ist also im Land geblieben. Die Mittlere war eine Zeit lang in Jena unten, dann in Stuttgart, ist jetzt wieder zurückgekommen, worüber ich mich natürlich sehr freue. Und die Kleine studiert in Berlin und hat mir auch schon eröffnet, dass sie nicht wieder nach Mecklenburg-Vorpommern zurückkommt. Aber ich wünsche mir natürlich, dass sie diese Meinung noch wieder ändert, weil es ist schön, wenn die jungen Leute in die Welt hinausgehen, aber es ist noch viel schöner, wenn sie dann gut ausgebildet hierher zurückkommen und sich möglichst hier bei uns niederlassen. Ulrich Schmidt von der Stadt Schwerin, wenn Sie Bewerbungsunterlagen bekommen, worauf schauen Sie als erstes? Können Sie da unseren Jugendlichen hier noch was mit an die Hand geben? Was sollte unbedingt stimmen? Also ich selber bekomme die Bewerbungsunterlagen nicht, wir haben ja ein Personalamt. Ich hatte mal die Möglichkeit, in so einer Arbeitsgruppe mitzuarbeiten und da wurde im Grundsatz, sag mal, neben den ganz allgemeinen Qualifikationen, allgemeine Fächer, wurde sehr stark darauf geachtet, wie präsentiert sich der Auszubildende, wie stellt er sich vor, was kann er auch in seiner Privatzeit, also auch das ehrenamtliche Engagement war immer mit ein Punkt, wo wir ganz einfach immer wieder gesagt haben, wer sich also ehrenamtlich in Sportverbänden, in Kirchen, in anderen Bereichen engagiert, jetzt nicht nur als Mitglied, sondern wirklich als Übungsleiter oder sonst irgendwo, der hat schon selber eine gewisse Einstellung zu der ganzen Sache. Und das waren eigentlich so Leute, die, ich sage mal, wenn es um Gleichheit ging und man nur von 10, 5 aussuchen durfte, dann war das sicherlich immer schon so ein kleiner Kick, der da mit bei war. Aber es mussten halt die Grundbedingungen natürlich stimmen. Das ist eine ganz klare Angelegenheit. Also ein bisschen Engagement über die Schule hinaus ist immer schon ganz wichtig und das gilt natürlich auch dann für die Berufsschule. So, letzte Frage an alle Mann. Ich fange mal bei Herrn Hummelsheim an. Was ist für Sie Individualität? Individualität heißt für mich, dass der Schüler, wenn wir jetzt vom Schüler ausgehen, es schaffen muss, möglichst früh sich darum zu kümmern, was eigentlich welcher Beruf zu ihm passt. Da helfen wir gerne und ich denke, da sind wir hier in der Region gefordert zu helfen. Und wenn man das rechtzeitig festgestellt hat, wofür man brennt, was man kann, dann hat man die beste Chance, nachher auch den Ausbildungsberuf zu finden, der zu einem passt und mit diesem Beruf glücklich und erfolgreich zu werden. Gibt es auch einen Punker, der ein Dachdecker ist? Den gibt's, ja. Echt? Ja, also gerade wenn Sie jetzt das Zimmererhandwerk sehen oder auch durchaus Dachdecker ist zum Beispiel ein traditionelles Zeichen, dass man auch den Ring im Ohr trägt, ja, oder das sind so Dinge, die sind da durchaus verträglich, wenn alles andere passt. Wenn alles andere passt, dann ist das Outfit sozusagen zweitrangig. So, Herr Trepte, Sie haben gesagt, wir brauchen Spinner, gerade die Arbeitgeber brauchen auch Spinner, die wollen keine Schauspieler haben. So ist das. Wenn wir nur noch mal ganz dick unterstreichen, bleibt so, wie ihr seid und kehrt eure Stärken vor. Also, wenn ich in ein
ich sag mal, Fachverkauf will, dann kann ich möglicherweise eben mit der Punker-Frisur in einen Laden, der für Punker verkauft, etwas werden, aber eben nicht bei Daimler im Luxussegment. Also es muss eben auch passen, aber ich würde eben diesem Punker dann auch empfehlen, sich einen Job zu suchen, wo er mit seiner Persönlichkeit dann auch reinpasst. Wer jetzt noch keinen Job hat, der sollte unbedingt mal bei der IHK Lehrstellenbörse bzw. bei der IHK Jobbörse auch nachgucken. Habe ich bei Ihnen letztens gesehen. Herr Todt, das sieht ganz gut aus. Also wir haben allein bei uns noch 175 offene Lehrstellen in 13 Berufsbereichen, alle Möglichkeiten. Einfach mal reingucken und dann wird das auch. Wie individuell darf man bei Ihnen sein? Vorbeikommen, da sein, Unterlagen mitbringen und gute Laune haben. Gute Laune. Gute Laune passt heute auch zum Wetter. So, Herr Wichert, individuell in der Kirche haben wir ja schon besprochen. Die Diakonie will sich zusammenlegen, da gibt es aber dennoch eine Menge Jobs. Einfach mal nachgucken, Sie haben Soziales im Angebot. Ja, sehr gerne. Da möchte ich gerne einladen, sich für diesen Arbeitgeber Diakonie zum Beispiel zu interessieren und mit Menschen in Kontakt zu sein und dieses Arbeitsfeld für sich zu entdecken. Und natürlich wünschen wir uns Menschen, die sehr individuell sind. Für mich heißt Individualität sowohl mutig, die eigenen Stärken auszuleben, als auch die eigenen Schwächen oder Grenzen zu akzeptieren und mit denen umgehen zu können. Und bei all dem nicht mit einer Maske rumzulaufen, sondern, wie es hier heute Motto ist, Gesicht zu zeigen. Frau Brettschneider, als Landtagspräsidentin, wie individuell dürfen Sie sein? Ich denke, sehr individuell, aber ganz wichtig ist für mich dabei, ein Kriterium, nämlich demokratisch zu sein. Und ich glaube, Vielfalt und Individualität, die gehört ja zur Vielfalt dazu, die bedingt geradezu, dass man das auf dem Boden der Demokratie macht, dass man sagt, es geht alles nur, wenn wir vernünftig miteinander umgehen, wenn wir andere respektieren, achten, wenn wir nicht diskriminieren, wenn wir nicht verächtlich machen die Schwächen der anderen, sondern eigentlich bei jedem die Stärken suchen und auch jeder sich auf seine Stärken besinnt und auch darüber nachdenkt, was er nicht nur für sich selbst tun kann, sondern auch für andere. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Nicht nur die meiste Toleranz sozusagen für sich selbst in Anspruch nehmen und dann intolerant nach draußen zu sein, sondern Toleranz, Respekt, ganz wichtig. Das, denke ich, ist das A und O und ich glaube, unter diesem Dach kann man sich gut versammeln. Mit Individualität in der Vielfalt. Herr Schmidt, auf welchen individuellen Moment freuen Sie sich heute? Wenn ich heute Nachmittag einfach aus dem Büro gehen kann und an den Zippendorfer Strand oder irgendwo an den See gehen kann und das wunderbare Wetter genieße. So, Herr Greta, Ihr individueller Moment. Auf welchen freuen Sie sich heute? Ich freue mich, wenn der Tag heute ein Erfolg war und alle von diesem Tag auch wirklich etwas mitnehmen und wir vielleicht auch ein Stück Toleranz und Gemeinsamkeit erlebt haben. Vielen Dank. Das war eine kleine Podiumsdiskussion. Riesenapplaus nochmal bitte auch von meiner freundlichen Westkurve hier an Edgar Hummelsheim von der Handwerkskammer, an Herrn Trepte von der Vereinigung der Unternehmensverbände, an Herrn Todt von der IHK, an Herrn Wichert, dem Regierungsbeauftragten der evangelischen Kirchen des Landes Mecklenburg-Vorpommern, an Frau Brettschneider, der Landtagspräsidentin, an Herrn Greta, den kennen Sie alle, das ist Ihr Schulleiter, und an Ulrich Schmidt von der Stadtverwaltung Schwerin. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.